Meine Damen und Herren, ihr habt den Titel schon gelesen. Ich weiß nicht, haben wir gewonnen oder verloren? Ich weiß es heute wirklich nicht, Alter. Gegen Gorgon war ich mir sicher, aber heute nicht. Knapper Sieg. Oder knappe Niederlage, meiner Meinung nach, Bro. Was sagst du? Haushoher Sieg. Was? 3-0 Türkei. Ey, an der Stelle. Erstmal Dankeschön für das letzte Feedback beim Video. Wir haben 500.000 Aufrufe gemacht, 55.000 Likes und 12.000 neue Abonnenten. Weißt du, was das bedeutet? YouTube-Rekord. Erstens das und nur noch 35.000 Abonnenten bis zur Million. Wir schaffen's. Digga, es geht ja schneller als gedacht, Alter. Weißt du, wie wir das Ganze pushen werden, damit wir auf die 1 Million kommen. Wir verlosen für das nächste Spiel Türkei gegen Tschechien wieder ein Ticket. Was müsst ihr dafür tun? Den Kanal abonnieren. Kommentiert Tschechien-Ticket. Ich weiß, Tschechien ist ein bisschen schwer zu schreiben, aber ihr schafft das schon. Und mit etwas Glück bist du dann beim dritten Spiel auch dabei. Das Gewinnspiel von letztem Mal hat Emmer gewonnen. Hier nochmal ein Screenshot von den YouTube-Kommentaren. Und den werden wir jetzt gleich in Dortmund auch treffen, ne? Damit das Ganze auch real ist. Let's go, Digga. So, ankommen in der Innenstadt Dortmund. Wir sind heiß, Mann. Der Vibe stimmt auf jeden Fall. Er kennt uns nicht, oder was? Hey, hey, kennt uns nicht. Komm mal her, Anton. Komm mal her. Geht's, Digga? Alles klar? Was geht's euch? Alles gut? Was spielen wir heute? Ey, 2-2 spielen wir. 2-2? Wir müssen gewinnen heute. Ich brauch Parkplatz. Alle, wir sehen uns. Bis gleich. Ja, so schnell kann's gehen, Digga. Alle sind den Klicks hinterher. Leila, Parkplatz in dem Fan. Was geht? Ja, Bruder, komm! Geh, geh, geh! Hey Jungs, kann ich auch mal aussteigen? Endlich mal gutes Wetter, aber. Ja, stimmt. Die Sonne scheint nicht aus unserem Arsch. Machen. Ja, ja, komm. Was ist da nichts los hinten? Ich hab einen Fragen, Bruder. Ich muss ein Ohr sagen, Leute. Du bist bei Jobcenter? Weiter, Kurban, bäh. Meine Damen und Herren, der Gewinner immer ist da. Jetzt, Bruder. Wie bei dir? Ja. Sag den Leuten, dass das kein Fake war. Das war gar kein Fake. Also ich komme auch aus Neuss, also gar nicht aus Gladbeck. Und ich weiß nicht, also macht auch mit. Ich habe gehört, nächstes Spiel gibt es auch wieder eine Verlosung. Richtig. Macht mit, schreibt in die Kommentare. Ihr könnt auch gewinnen. Ich glaube dran. So, wir haben das Ticket übertragen. Ömer ist jetzt auch im Stadion mit dabei. Willst du mit uns mitlaufen ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Okay, okay, dann los. Kein Problem, gerne. Hab nur 600 Euro, kostet alles gut. Fuck ihm. Er will mir ein T-Shirt schenken. Ich brauche aber eins in Elefantengröße. Das ist Mr. Sabi. Ey, Adamsen. Ich hab endlich ein Trikot, Digga, was mir passt. Meine Wahnsinn, hier in Elefantengröße. Heute ein schönes 1-1, okay? Inshallah. Oh, stark, stark. Ciao, ciao. Habt ihr 2 Tickets? Allah dank und die wollen 800 Euro. Ich sag dir ehrlich, es ist so anstrengend, zum Stadion zu laufen. Wo denn? Ich hab öfter Janabi gehört als... Ja, ich bring den Witz jetzt zum 8000. Mal, als ich meinen Vater gesehen hab. Und wie geht's dir, Urax? Bist aufgeregt? Noch 2 Stunden bis zum Spiel. Noch geht's, noch geht's. Okay. Wir müssen noch ein bisschen die Stimmung aufnehmen, Digga. Heute ist es voller als das Spiel gegen Gorgon. Jetzt müssen wir schon irgendwie 2 Kilometer vor dem Stadion reinkommen. Weißt du, was ich meine? Mit unseren Tickets. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Der Bus von der Türkei ist da! Die gehen jetzt auch rein, Bruder! Let's go! Wie auch schon beim vorigen Spiel, die Gewinnerwurst! Schön, Helal! Sogar mit 2 Würstchen! Angekommen im Stadion! Was sagst du, den Sitzplatz zurück? Super, oder? Mitte schießt man! Ja! Fernglas aktiviert? Gut! Ich sag dir echt, deine Fernglas-Skits sind Bombe! Also heute wird's wieder noch schlimmer! Deine Videos landen auf TikTok, mein Freund! Deine Ausschnitte! Ja, seh ich schon! Markiert mich mal! Ja, liebe Grüße nochmal an Arthur Gulesch! Ja, geht's dir, mein Bruder? Bruder, gut, kleines Geschenk für dich. Oha, top, was ist das? Ein Schweißband? Ja. Davon brauche ich 10 Stück für dieses Spiel. Okay, die Ausstellung, Bruder, was ist los? Wir haben 3 neue Spieler am Kader. Okay. Altay im Tor, statt Mert. Ja. Siki, Sikabi. Mert ist auch angeschlagen. Und Arda ist auf der Bank. Arda ist auf der Bank? Arda Gül auf der Bank. Was machen wir jetzt, Burak? Stattdessen spielt Yunus Akgün. Allahu Akbar. Ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben Ronaldo live. Was sagst du, Krish? Ich habe Angst vor ihm.
Ich habe davor gesagt, dass ich keine Angst mehr habe, aber ich habe trotzdem Angst vor ihm. Seine Aura kommt bis hierhin. Ja. Vier neue Spieler. Kerem ist auch mit dabei. Ja. Statt gerne haben. Das ist gut. Ich war drauf, Kerem. Safe, safe. Ein böser, böser Mann! Einfach mal Sardine. Nur! Mann, Alter! Nur! Was tust du da? Was tust du da? Video haben wir noch. Was ist los mit unserer Abwehr? Was bist du, Matthias? Bitte nicht, bitte nicht. Jungs, bitte deck die doch, ja. Warum guckst du so, wie drehen das? Let's go!
Ja, Ballspiel. Sehr viele gelbe Karten. Köpf ihn. Gut! Gut! Ich hab auch mal hier. Das war die erste Halbzeit. 2-0. Also bis zum 1-0 hätte ich gesagt, okay, verdient das. 2-0 war ja mal der größte Spaß. Ganz schlecht Spiel. Sehr nervös auf jeden Fall unser Kader. Also in der zweiten Halbzeit muss noch alles möglich. Also ganz ehrlich. Wenn ein Tor fällt, kann alles passieren. Harder muss rein. Harder muss rein. Heller muss rein. Cool Offensive. Und dann einfach nach vorne. Alles oder nichts. Dann ist nichts anderes übrig. Es ist gerade immer noch die Halbzeit. Alle chillen hier. Arjun, Mourinho, Ali Kocmaşkan. Alle sitzen dort. Hat jemand Arsene Wenger bestellt? Hat jemand Arjun bestellt? Hat jemand Mourinho bestellt? Ich nämlich nicht. Ja, ja, schieß mal, schieß mal, schieß mal. Ah, guter Schuss. Die Fans waren Arda. Sie fordern Arda. Also ich sag's abseits. Dann weißt du, ich gar keinen Bock auf Morg. Was denn? Auf die YouTube-Kommentare. Vor allem die Leute, die sagen, wir haben Türkei zu übertrieben. Da habt ihr eure Antwort. Ihr habt das verdient zu gewinnen. Ich verstehe gar nichts, aber die Portugiesen haben Spaß. Zu Recht. Ein Tor wenigstens, Mann. Einfach nicht. Adam geht zum Schiaf und ja. Pazara git, pazara. Chris hat heute Mitleid mit uns. Er ist schon tot, ey. Ich weiß keiner, auf Niederlage auf YouTube, aber kann man nichts machen. Danke fürs Einschalten.